Im Mai 2021 behauptete Ministerpräsident Armin Laschet im Landtag von Nordrhein-Westfalen, 90% aller antisemitischen Straftaten gingen von rechts aus. Stimmt das überhaupt? Judenhass ist auch eingewandert, aber manche sprechen darüber, wenn sie eingewanderten Antisemitismus meinen, als hätte es vorher keinen Antisemitismus gegeben, und machen das zum Migrationsproblem, wie wir auch heute Morgen hier gehört haben. Und das ist eben falsch. Seit der Befreiung von Auschwitz, seit dem 27. Januar 1945 gibt es immer noch Antisemitismus. Strukturell, latent, verdeckt, er war in Deutschland immer da. Und deshalb gilt es, dies zu bekämpfen. Und deshalb haben wir eine Antisemitismusbeauftragte berufen in Nordrhein-Westfalen, die gestern ihren Bericht vorgelegt hat. Und Christoph Rasch hat recht. Wenn man dann die Straftaten sieht, sind 90% von rechts. 90% rechtsradikaler Antisemitismus gibt jedenfalls jedem, der aus einer rechtsradikalen Partei kommt, nicht das Recht, über die 10% anderen zu reden. 90% sind von Rechtsradikalen in Straftaten feststellbar. Und ich sage Frau Leutheiser-Schnarrenberger, die auch heute ja hier ist, ganz herzlichen Dank für ihr Engagement. Diese Aussage tätigte Armin Laschet, nachdem der Judenhass auf den Straßen NRWs eskaliert war. Auf den Straßen NRWs wurde gegen Juden gehetzt. Die Synagoge in Bonn wurde angegriffen. Vor der Synagoge in Münster wurde eine Israelfahne verbrannt und in der Nähe der jüdischen Synagoge in Gelsenkirchen rief ein aufgebrachter Mob: Scheiß Juden. Scheiß Juden! 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 All diese Straftaten hatten einen islamischen Hintergrund. Auf den Demonstrationen wurde immer wieder Allahu Akbar gerufen. Ich habe mir mal den von Armin Laschet angesprochenen zweiten Bericht der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, durchgelesen. Ich wollte schauen, ob die Behauptung stimmt. 90% aller antisemitischen Straftaten gingen von rechts aus. Nach der Lektüre kann ich sagen, nein, die Behauptung ist nicht haltbar. In dem Bericht steht, dass im Jahr 2019 eine Studie unter folgendem Titel in Auftrag gegeben wurde: Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen – Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen. Für die Studie wurden insgesamt 59 Jüdinnen und Juden aus Nordrhein-Westfalen gefragt, ob sie Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht hatten. Alle Interviewten erwähnten, antisemitische Vorfälle selbst erlebt zu haben. Als Hauptphänomen des Antisemitismus erwähnen die Befragten die starke Zunahme des israelbezogenen Antisemitismus. Vor allem seit den Demonstrationen im Sommer 2014. Hier ein paar Bilder aus Essen aus jenem besagten Sommer 2014. In Berlin klang es im Sommer 2014 auf den Straßen so. Jude, Jude, mein Geschrei! Komm heraus und gib mal rein! Jude, Jude, mein Geschrei! Wie ist es möglich, dass bei so viel offener Brutalität auf offener Straße immer noch behauptet wird, 90% aller antisemitischen Straftaten kämen von rechts? Auch der zweite Bericht der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich mit dieser Frage. In dem Bericht wird erklärt, es gäbe, Zitat,
aus den Interviews eine Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung der Befragten der jüdischen Gemeinden und den Zahlen der polizeilichen Statistik zur politisch motivierten Kriminalität. In dem Bericht wird diese Diskrepanz auch erklärt. Ein großer Teil judenfeindlicher Straftaten nämlich ist nicht dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen, sondern wird dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet. Das ist ein wichtiger Unterschied, vor allem für jene, die sich vor Judenhass schützen müssen. In dem Bericht steht, ich zitiere, so werden antisemitische Straftaten in der PMK-Statistik, und PMK bedeutet politisch motivierte Kriminalität, meistens dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. Die Problembeschreibung zeigt auf, dass die Zuordnung erfolgt, sobald Bezüge zum Nationalsozialismus oder keine weiteren Spezifika erkennbar sind oder keine Täterinnen und Täter bekannt geworden sind. Die Interviews ergaben, dass Straftaten auch von Täterinnen und Tätern mit muslimischem und oder islamistischem Hintergrund verübt und in dieser Rubrik erfasst wurden. Das wird nach Auffassung der Betroffenen nicht ausreichend deutlich. Nicht ausreichend deutlich, das haben die Betroffenen sehr zurückhaltend formuliert. Das Problem wird nicht nur nicht deutlich, es wird sogar aktiv geleugnet, wenn nämlich der Ministerpräsident immer noch behauptet, 90% aller antisemitischen Straftaten gingen von rechts aus. Sind 90% von rechts. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2011 in Aachen. Dort wurde die Synagoge mit einem Hakenkreuz beschmiert. Das Hakenkreuz wurde aus pro-palästinensischer Ideologie auf die Synagoge geschmiert. Ein Hakenkreuz jedoch geht oft als PMK rechts in die Statistik ein. Diese Bilder hier stammen alle aus Gaza. Ja, Sie sehen richtig, es sind Hakenkreuze. Das Hakenkreuz ist ein oft und stolz benutztes Symbol der Hamas und vieler anderer pro-palästinensischer Aktivisten und Terroristen. In dem Video aus Essen aus dem Jahr 2014 haben wir gehört, wie die Demonstranten stolz den Namen Adolf Hitler gebrüllt haben und Tod den Juden brüllten. Hakenkreuze, die Parolen Tod den Juden und Juden ins Gas können nicht mehr einfach so der Kriminalität von rechts zugeordnet werden und dennoch wird nach wie vor eine Hakenkreuzschmiererei fast automatisch der politisch motivierten Kriminalität von rechts zugeordnet. Der Antisemitismusbericht gibt noch weitere Erklärungen für die große Diskrepanz zwischen der Polizeistatistik und der Erfahrung der Betroffenen. Ich zitiere. Die PMK-Statistik listet im Themenfeld Hasskriminalität auch die antisemitischen Straftaten auf. Allerdings kann die PMK-Statistik nur Auskunft über angezeigte Straftaten geben. Somit fallen antisemitische Vorfälle, die strafrechtlich nicht relevant sind, und Straftaten, die erst gar nicht angezeigt wurden, aus der PMK-Statistik heraus. Daher liefert die PMK-Statistik immer nur eine Auskunft über das Hellfeld, also die Zahl der tatsächlich angezeigten Fälle. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade die judenfeindlichen Äußerungen und Taten in islamischen Einrichtungen und Moscheen nicht von den Bewohnern und Besuchern der Räumlichkeiten zur Anzeige gebracht werden, taugt die ganze Polizeistatistik nicht zur Ermittlung von Judenhass unter Muslimen und Flüchtlingen. In dem zweiten Bericht der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalens steht zudem, ich zitiere, als einen großen Ort antisemitischer Vorfälle nennen die Interviewten die Schule. Hier finden antisemitische Vorfälle auf dem Schulgelände, im Unterricht und in WhatsApp-Gruppen statt. Die Befragten geben an, dass die Vorfälle sowohl von Mitschülerinnen und Mitschülern, die meist dem muslimischen Spektrum zuzuordnen seien, als auch teilweise von Lehrkräften ausgehen. Die Betroffenen trauen sich oftmals nicht, die Vorfälle bzw. das Fehlverhalten oder Nicht-Eingreifen der Lehrkräfte bei der Direktion der Schule zu melden, aus Angst vor möglichen negativen Konsequenzen für das Schulkind. Ein Ausweg besteht dann nur in einem Schulwechsel. Im Bereich Schule gibt es nach Wahrnehmung der Betroffenen ein großes Dunkelfeld.
Es gibt ein großes Dunkelfeld. Es gibt problematische Einordnungen antisemitischer Straftaten. Es gibt fehlerhafte Datenerfassung bei der Polizei. Es gibt so viele Gründe, nicht zu behaupten, 90% aller antisemitischen Straftaten würden von rechts ausgehen. Vor allem dann nicht, wenn wir jetzt mehrere Tage hinter uns haben, die von massiven antisemitischen Straftaten auf offener Straße von muslimischer Seite geprägt waren. Zum Anzeige- und Meldeverhalten gaben die Befragten an, dass sie von vielen wissen, die antisemitische Vorfälle nicht melden würden. Als Gründe nennen sie vor allem die Erwartung auf Seiten der Betroffenen, dass eine Anzeige ohne Konsequenz für die Täterinnen und Täter bleibt und somit eine Meldung nichts ändern würde. Außerdem spielt die Angst vor weiteren Übergriffen und Nachahmungstaten eine große Rolle. Auch die fehlende Kenntnis der Rechtslage, ob ein Vorfall strafbar ist oder nicht, sowie Sprachbarrieren und ein zu hoher bürokratischer und zeitlicher Aufwand bei der Polizei tragen zu einem Nichtmeldeverhalten bei. Hinzu kommt auch fehlendes Vertrauen in staatliche Institutionen sowie schlechte Erfahrungen mit der Polizei. So steht es in dem Bericht. Das fehlende Vertrauen in staatlichen Institutionen rührt gewiss auch daher, dass selbst nach massiven Angriffen auf jüdische Einrichtungen von muslimischer Seite der Ministerpräsident NRWs lieber fehlerhafte Statistiken bemüht, als das Problem endlich anzupacken. Vielen Dank, dass Sie tapfer im Nirgendwo zugeschaut haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie Gefällt mir, hinterlassen Sie einen Kommentar, teilen Sie das Video und abonnieren Sie diesen Kanal.